erstmal bei Stream reingehe. Hört man meinen Fernseher laufen oder nicht? Ich höre es nicht, aber ich höre momentan die Spielmusik ziemlich laut. Ach so. Stream habe ich an. Bei der Kirche, wo wir das letzte Mal zusammengespielt haben. Muss ich dich jetzt einladen? Ja. Alter. So kompliziert. Wie kann man das nicht übers Spiel machen? Ja. Entfernt von mir hier. Bin ich gerade so schwer beladen? Frag mich gerade. Bin beim Flugzeug. Ja. Hangar. Okay. Ich bin bei der Kirche, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Da ist ja noch der Große da, ne? Hm. Könnte man eigentlich auch noch erledigen. Da kriegt man viele Sachen. Ja. Jetzt sehen wir mal. So. Map. Jetzt springe ich mal zu. So, da ist noch einer. Resin. Das ist ja aber Resin ist Level 3 schon. Das ist noch einer, der dazwischen rumläuft. Den habe ich schon erledigt bei mir. Ja. Ach, du, ja. Willst du hier unten erst abschießen? Ja, bei der Kirche, meinst du? Bei der Kirche unten, ja. Dann springe ich da hin. Kann ich denn nicht, ja, dann springen wir da hin. Ja. So, bei den Großen, die sind Zweibeiner, musste rechts und links sind solche Kisten von den... Mhm. Vom Kopf. Und okay. Da musst du draufknallen. Schießen. Da geht's am schnellsten. Wo ist er denn? Ziemlich in der Nähe.
Der muss ja darum. Ach, die kann man ja auch markieren auf der Karte. Können. Ja, der müsste direkt vor mir sein. Ich, ach, da ist er. Dann. Da läuft einer. Ja. Ist er das? Ja, das ist er. Nee, noch nicht. Das ist mein Problem. Ja. Alter. Wo ist er? Wo ist er? So. Den hätten wir. Laufen in der Taste oder läuft noch irgendwas rum? Ja, na gut. Ups. Achtung, irgendwas ist aktiv bei mir. Wo ist er denn? Rechts war irgendwas. Ja. Ach, da schießt doch was. Ja, aber ich habe ihn nicht mal gesehen, wo. Ich habe, ich sehe es auch noch nicht, wo. Ich habe auch mal. Hinten irgendwo, hinter den vier Bäumen. Ja. Nicht drauf. Bullspiel. Ich glaube, ich habe da auch was durch die Bäume durchgesehen. Was mehrere. Sehe die gar nicht. Einen habe ich gesehen, da ist der andere. Oh. Giftgas. Was ist da alle? Ich glaube, da ist noch einer. Ich sehe keinen, das ist mein Problem. Na, schieß doch auf mich. Da. So. Schießt er auf mich? Muss aber ein kleinerer sein. Ja. Da ist er. Na, das kann ich nicht gesehen. Ja, es ist auch hier in den Bäumen, finde ich es auch schwierig, die zu sehen. Da war noch kurz der andere, den du erledigt hast hier. Da ist noch einer. Ja. So, Mann. Hat natürlich die ganze Zeit die Gasmaske. Ich trage sie nur, wenn ich irgendwo mit dem Kampf bin, wo Giftgas oder in einem Bunker, wo Giftgas ist, weil die natürlich die Sicht verändert. So. Ja. Oh, jeder wie es mag, wenn es dich nicht stört. Hm. Dann die großen Rivalen. Und jetzt ist schon wieder einer hinter mir irgendwo. Naja. Vor mir ist auch was.
Ich sehe noch keinen. Was ist denn diese? Wo siehst du denn der Wahnsinn? Vielleicht bin ich so tief noch. Da ist er. Aber die laufen komisch auf der Stelle, also vielleicht stimmt doch irgendwas mit meiner Serververbindung nicht. Ich gehe jetzt mal hin zu denen vor. Und die beiden Kleinen, die ich da gesehen habe. So, einen habe ich erwischt. Hoppla, das wollte ich nicht. Ja. Weiß noch nicht, wo ich bei diesen drei Beinen draufknallen. Da liegt was Großes im Feld. Wie erledigt. Ach, das ist was anderes gewesen. Ach, da sind zwei Füße, Vierer, das sind da. So Hunde. Ja. Und ich sehe hier den Großen. Vielleicht hätte man die Hunde als erstes abknallen sollen. Die beiden Großen sind nebeneinander. Sollte man die Hunde als erstes abknallen, nicht, dass die noch dazwischen kommen. Ja. Ja. Sind das zwei Hunde oder einer? Im Moment sehe ich nur einen. Ich hatte zwei abgeschossen. Also hier. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist irgendwo. Ah, Mensch. Bewegt sich gar nicht. Ja, ich hatte zwei abgeschossen. Vielleicht siehst du nur die Fax. Jetzt kommt der Große hierher in unsere Richtung. Da irgendwo, okay. Dann bin ich mal in Deckung. Bei mir sehen die noch gar nicht kaputt aus. Okay. Bei mir haben sie aber auch gebackt. Ich habe sie von Weitem haben sie... Also wie besiegt man die Großen am besten mit einem Granatwerfer auf beide Seiten? Dreimal oder sowas? Also bei denen weiß ich es nicht. Das ist ja ein anderer. Okay. Aber der hat auch irgendwas unter dem Dings drunter. Aber dann trennen die zwei sich da zumindest mal.
Giftgas, okay. Der ist ziemlich stark, wenn er erstmal anfängt zu schießen. Ich glaube, wir müssen da auf jeden Fall mit dem mit Granaten auf den schießen. Oh nein! Was ne? Endlich. Ja. Ich habe am Ende noch zwei Granaten auf den geschossen. Mal gucken, was der jetzt. So. Sieben. So. Essen. Essen. Drei müssten reißen. Oh. Was zum Anziehen? Ja, ich hatte was anderes. Ich hatte vor allem Munition und einen Medikit. So. Die sind komisch. Den anderen Rivalen auch gleich angehen oder? Oh, den kann ich gar nicht machen. Der ist gebackt irgendwie. Mal gucken, wo der ist. Das ist aber auch so ein größerer. Aber der ist. Das. Der hat das nicht gerafft, dass du den abgeschossen hast, die zwei. Okay. Wo ist er denn? Mal wieder aufladen. Ist man kleiner? Da ist er. Ich glaube, jetzt dreht er sich um. Mal gucken, was der schießt. Ich glaube auch Giftgas. Versuche ihn ein bisschen von der Seite zu nehmen. Ja. Der schießt Raketen. Ja, aber mit Giftgas drin, glaube ich. Hab ich jetzt nicht bemerkt, dass das Giftgas ist. Ich meine, es wären Explosivkandidaten.
Oh, scheiße. Oh. Nein. Oder er hat dich besiegt. Wir sind noch im Kampf. Achso. Also ich hab jetzt Bauplan noch eine Jacke und so ein Hemd habe ich gekriegt. Wenn ich so immer von der Seite komme. Hundert Meter noch. Jetzt hat er mich besiegt. Ich glaube, der hatte hier unten einen Tank, auf den ich gerade eben geschossen habe mit dem. Ach, da ist noch irgendwo einer. Da. Oh. Was macht das? Spielschütz ab oder? Ja, Spielschütz ab. Ach, warum stürzt das immer wieder ab? Dabei habe ich deinen Gegner gerade erschossen. Ja. Ist immer scheiße, wenn der so plötzlich anrennt. So. So, dann muss ich hier wieder rausgehen. Wie viele Errungenschaften hast du denn? Bei mir steht 22%. Muss ich gucken bei Steam. Auch nicht viel mehr als ich. Ja. Jetzt die Einladung abgebrochen, ich weiß. Siehst du die Einladung noch? Doch. Ja, okay, dann. Verbindung. Ah, okay, immer. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal zum Fuck, weil ich hab's ja. Ja, ich muss auch nochmal zum Fuck. Ja.
Ja. Ach, da ist noch mal ein anderer irgendwo laufender. So, ach nee, wir nehmen mal. Nee, nicht die Waffe. Wurde drauf schießen. So kaputt. Große Monster ist gar nicht mehr da hier, was. Ja, das hatte ich fast befürchtet, dass es despawned ist, weil es abgestürzt ist. Ach ja. Oh, scheiße, so viel finde ich. Weg. Ja. Schade. Der Map ist auch nicht mehr da. So, machen wir schnell reisen in... Da oben habe ich noch zwei Eroberer, aber ich glaube, die sind in der Region, wo die Gegner ziemlich hart sind. Die nächste Hauptmission angehen. Nochmal bei der. Also bei mir die nächste Hauptmission. Wir machen, wir haben ja so. Ja. Unterschlupf. Ja, genau. Leere Räume ist die Mission. Was zum Hilfe denn? Ich bin jetzt dabei. Jo. Okay. Das Dorf hatten wir ja letztes Mal kontrolliert. Ich wollte nur mal kurz was gucken. Ja. Vielleicht kann ich hier jetzt meine Fertigkeit erhöhen. Ja, Fertigkeit kann ich erhöhen. Dann kann ich auch mal gucken, ob ich noch was erhöhen kann. Fertigkeiten. Einen Fähigkeitspunkt habe ich noch nicht ausgegeben. Ausdauerregeneration. Ist die Frage, ob ich Lauftempo oder oder Mechanik. Die Berge. Mache. Ganze Block. Ja. Ganze Block. So. Jo. Neue Mission. Also eine Nebenmission. Jo. Du bist schon so weit weg. Ja, also ich mache halt permanent Rennen. Ja, ich kann nicht. Ja, irgendwann fängt er an zu hecheln, aber dann rennt man ja trotzdem noch schneller.
So, dann. Ach, das ist auf der anderen Seite vom Gewässer hier. Sammeln Gegenstände 0 von 1, okay. Hier sind auf jeden Fall Gegner, ich höre sie. Also die Grafik finde ich ganz gut gemacht eigentlich. Ja. Ich glaube, ich habe 3 besiegt, ohne irgendein Damage zu sichern. Und ziemlich nah dran gewesen. Naja. Jetzt noch einer, oder? Schlüssel erforderlich. Na, dann müssen wir wohl die andere Seite versuchen. So. Ich komme hier nicht an diesen scheiß Stein vorbei. Nimm die Treppe. Ja, toll. Da liest du ja auch so einen scheiß Stein. Bin doch die Treppe. Was ist das für eine Tür hier? Die Treppe ist irgendwie. Okay, kommt man nicht rein? Das ist jetzt irgendwie anders zu versuchen. Tagebuch, mal gucken, was drin steht. Ja, ausführlich Tagebuch über Gedanken und seine Arbeit hört aber 1980 damit auf. Ein bestimmter Eintrag vom Februar 1971 erwähnt Fredrik Kolberg. Der Typ vom Militär hat wieder angerufen. Zum 2. Mal in dieser Woche. Ich kenne seinen Namen. Leutnant Fredrik Kolberg, aber nicht viel mehr.
Warum wurde er mit diesem Projekt betraut? Offensichtlich hat er weder den Hintergrund in der Neurologie noch ein echtes Verständnis von Neurotransmittern oder wie sie in der angewandten Forschung verwendet werden können. Mein Bauchgefühl war, wie immer, ihm zu misstrauen und Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit von Gehirn-Computer-Schnittstellen zu haben. Aber darüber bin ich inzwischen hinweg. Ich bin versucht, sein Angebot anzunehmen. Ich würde alle finanziellen Mittel und Technologien erhalten, die ich benötige. Und wenn ich erfolgreich bin, können wir besser verstehen, wie das Gehirn funktioniert und wie es zu Fehlfunktionen kommen kann. Das Potenzial, neurologische Zustände und psychiatrische Erkrankungen zu heilen oder auch nur zu verstehen, ist immens. Ich habe gestern versucht, mit Margarete darüber zu sprechen. Natürlich ist sie besorgt, dass wir uns am Ende noch seltener sehen werden als im vergangenen Jahr. Das war sehr aufschlussreich. Ja. Ja, da mal noch was. Wintertermin. Hey, Svante. It's Ingrid. Of course, you're not picking up. But you should know, I don't give up easily. Can I to work tomorrow morning? You know, it's not safe for you to keep driving in your condition. And we need to talk about this whole thing again. I can't let you go through with it. You, of all people, should know it goes against any proven scientific protocol. It's unethical, and even your motivations, well, I shouldn't be doing this for a message. Was? Just think about it. Third of July, 1989. The other day I was at the hospital in Stockholm for the test results. Pneumonia, which in my condition can be lethal, they said. The medication would bring me a bit of relief, but not much else. We didn't discuss how long I have left. We didn't need to. Can't say it came as a shock. I have plenty of time to get used to the idea. I woke up with some crazy thoughts this morning. I would be the test subject for the invasive procedure. This disease has already suppressed my immune system anyway, so it shouldn't trigger a cytokine release. And using Veronica's algorithm, we could start transcoding the neurosignals immediately. With human coordinated signal cases, we could move ahead at 100 times the speed we can with rats. Hier überhaupt Waffen irgendwo? Habe ich jetzt hier in dem Haus nicht entdeckt. By HIV directly and no. They would never let me do it, and they would be right. August 5th, 1981. Met with Holberg today. Upon his request, we met here at my home and not in the office. He revealed that the National Defense Research Institute has had another top secret program. Its code name is Accounting Office East, or RE, and it's conveniently placed close to here. Hardly a coincidence. Ich habe eine Waffe gefunden. Gute oder muss ich erst gucken? HP5 in the event of biological or chemical weapons being used. Nicht schlecht, wenn sie auch höher ist. He called it the SM program, combat machines. And that's where my steht noch davon, 5 Sterne HP5. We are to cooperate with RE and find a way to integrate our neural links to the machines. That way a bunker station pilot could control one of these machines without interface. Can't help feeling a bit manipulated. Ist du noch im Gebäude? Ja, of course I knew they wanted to use our research for military purposes, but I always assumed it was for intelligence, counter-espionage, not actual weapons. Da in dem. Mein Inventar, mal gucken. Cool.
Da muss ich mal gucken, was die ergänzen kann. Visier. So. Die 9 mm Munition verwendet ihr, okay. Schalldämpfer habe ich keinen Moment dabei. Ich habe vor allem wenig 9 mm Munition dabei. Deswegen werde ich jetzt erstmal nicht verwenden. Höchstens wenn wir zum Dings zurückreisen, dass ich die gegen das andere Maschinengewehr austausche. Jo. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Waffe. So, was machen wir? Gute Frage. Nächste Hauptmission. Der Feind meines Feindes. Dann würde ich zu dem Kommandobunker Squadern oder wie der auch immer heißt. Ich gehe einfach hin. Siehst ja, welcher Punkt es ist. Nö. Damit. Die Frage, welche, wenn ich ein Gewehr ablege, welches nehme ich dann am besten weg? Das hier wahrscheinlich. Mal gucken. Welche Aufsätze kann ich denn auf das drauf tun? Ja, falsches. Mal gucken, ob ich hier da drauf packen kann. Okay, da kann ich die beiden drauf packen. Inventar. Inventar. Zack. Munition 9 mm. Ja, da wollte ich mal gucken, gibt's hier eine Nähmaschine? Weiß ich nicht. Kann ich nichts rausnehmen? Nee, Nähmaschine scheint hier nicht zu geben. Dann nehme ich mal mit den Punkt. Wollte ich noch auf die 2 setzen, das neue. So. Ja, da ist doch eine Maschine. Bringt denn mir diese komischen Sachen, die ich gekriegt habe? Pläne anzeigen. Explosionswiderstand. Gibt's das andere? Eine Anzeige. Explosionsschutz. Bringt nichts.
Wie komme ich hier raus? Falsche Tür genommen. Ach, da ist Ausgang. So, das. Im Schlafzimmer oder was? Okay, wir schießen es schon wieder. Ja, weiß nicht. Bin in den Schlafraum. Bin ich da jetzt richtig oder? Wahrscheinlich nicht. Es gibt Schilder, wo der Ausgang ist, wo die Ausgänge sind. Ich kann mal zurückkommen. Wenn ich finde, wo es ist. Ja. Ja. Ah, da sehe ich dich. Da ist auch noch Radarstation, die wir noch besiegen können, die wir noch angreifen können. Wo war die Radarstation? Direkt hier in der Nähe. Wir waren hier schon mal, ne? Ja. Also ich war hier schon mal. Weißt du, ob du hier schon warst? Ich glaub schon, mit dir zusammen. Nee, das war, glaube ich, ein anderer Bunker. Also. Ach, da unten kämpfen sie gegen Großen. Da ist noch ein Großer. Panzer an. Ja. Das sind auch so größere. Oh. Ich wurde, glaube ich, entdeckt. Ja, ich wurde entdeckt. Tot. Ja. Der fährt in der Bunkerrichtung jetzt. Okay. Was sind das für komische Dinger? So kleine. Mhm. Oh.
Jetzt rollt er weg. Ja. Hat Angst gekriegt. Oh, das war. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Ups. Da ist nicht ganz ruhig hier. Oh, kommt der. Die Relaisstation ist kaputt. Warum nimmst du mich der an der Waffe? Ups. Also wir können auch aus dem Kampf fliehen jetzt, wenn du. Hi. Oh, es lebt noch. 7. Ah. Okay, Kampf ist vorbei bei mir. Bei mir glaube ich noch nicht. Ja, ich hatte jetzt gerade auch wieder Musik gewechselt. Haben wir ein Schutzschild? Ich komme mal zu dir. Was okay. Für eine elende Ratte. Na, jetzt bin ich in den Kampf eingetreten. Jetzt bin ich in den Kampf eingetreten. So, wo ist er? Wo ist er denn? Kämpfst du gegen das große Ding? Oder guck mal, wo du bist. Ach, da bist du. Und damit ist diese. Ah. Ups. Da, ja, aber ich kann eine Chance kriegen. Also bei den großen. Bei den Großen habe ich auch eher die Strategie zu fliehen. Ich habe das Gefühl, die zerschießen mich hier andauernd. Zau ist nur meine Patronen mit. Also wir können bis zur nächsten Hauptmission durchrennen. Wo ist denn die Hauptmission? Sehe ich gar nicht. Ah, ich renne hin und ganz gucken, wo ich bin. Also ich bin wohl jetzt aus dem Kampf geflohen. Ich gehe zum anderen Stützpunkt hin. Oh,
Ich muss jetzt gleich da sein. Sieht aus wie so eine Burgruine. Ah, da ist großer vor dem. Wo du bist auf der Karte? Ach, du bist da. Soll ich den angreifen oder soll ich warten, bis du da bist? Nicht darauf warten. Ja. Mir noch mal die Missionslog währenddessen angucken, was da eigentlich drin steht, was wir machen müssen. Ach, da haben wir ein Tonband. Capitano, das hier ist Kontakt. Hallo, this is Sergei Kuznetsov, Lieutenant of the Soviet Navy Cruiser Druzhny. We may have limited contact, so please listen. The Soviet Navy has been monitoring the situation in Sweden, and together with NATO, we are offering assistance. We believe we have identified the source of the aggressor and can provide a device to disable the machines. We will deliver this device to the estate of Fornosted on the northern coast. Please proceed there immediately. More intel will be provided on site. Repeat, the jetty at the estate of Fornosted, west of Haga border. We will provide a device to... Mal schauen, was. Frage: Sollen wir den angreifen, den Großen, oder sollen wir dran vorbeischleichen? Ich weiß es nicht. Ist das ein ganz großer oder ist das? Ah, wirst ja sehen, wenn du hier bist. 600 Meter nach. Momentan bin ich auf einer Anhöhe. Mit dem Zeltlager. Gerade ein bisschen schleichen, weil er mich gerade gesehen hat. Mhm. Oh, wieder so ein scheiß Panzer irgendwo.
Oh, jo. Ja, kann ein bisschen noch dauern. Das muss. Soll ich zu dir kommen? Nee, brauchst du nicht. Oder soll ich doch den versuchen, erstmal platt zu machen, den da vorne? Hier vor der Burg steht. Jetzt kann ich wieder schneller laufen. Okay. Ich wollte nur nicht eben drauf gehen. Also ich bin oben auf dem, ich bin noch den Hang hoch. Man kann auch unten lang, aber ja. Bin ich glaube ich unten lang. Ja. Oh, da habe ich einen. Ich glaube einen Unterschlupf habe ich hier gefunden. Okay. Oh, mit deinem Fahrrad. Wir haben das jetzt hier gemütlich gemacht. Mhm. Ah, okay, also wenn du ihn freischaltest, den Unterschlupf ist er bei mir noch nicht freigeschaltet. Was denn nicht, ob er freigeschaltet ist oder nicht? Also ich hab mal bei mir noch nicht auf der Karte, aber ja. Ups. Meter noch. Mhm. Zu dir hin. Aber ich komme nicht den Berg hoch, das ist mein Problem. Ja. Ah, kannst auch unten lang gehen. Das ist, glaube ich, nur ein bisschen. Hier oben ist. Ehrlich, ja. Das weiß ich nicht, aber hier oben hast du auf jeden Fall gute Aufsicht auf den Gegner, der da rum bist. Und du hast halt recht viel Höhe. Meter. Hm. Müsste ich ja gleich sehen. Ach, da sehe ich dich auch. Ich weiß nicht, ob er mich sehen kann, deswegen bin ich angeschlichen. Ach nee, der kann ich da oben, glaube ich, noch nicht sehen. Der. So. So, das ist auch ein Punkt. Oh, der Große. Ja. Was haben wir denn hier? 97 Munition noch. Auf was hier liegen? So, okay. So, dann noch Lücken und dann. Das Scheiße. Das ist ja die zweite Burg, die ich jetzt gefunden habe. Ja, auf der Anfangs in Halbinsel, da ist ja auch so eine Burg. Da habe ich, glaube ich, mehr auf die Gelenke immer geschossen. Ja, soll ich angreifen oder? Ja. Nebeneinander.
Na komm. Damit sowieso. Scheiße. Ist der auch tot? Nee, ich bin nicht. Gut, dass ich den Punkt nochmal gefunden habe. Weil ich laufe. Ja. Keine 1500. Kampf gescheitert. Sind Häuser auch ganz gut bei denen. Versuche ihn von der anderen Seite. Ja, ich versuche gerade ein bisschen Abstand zu kriegen. Es ist, glaube ich, nicht so gut, wenn wir zu zweit auf einer Stelle liegen. Ja. Gesehen. Wollte nicht durchs Wasser rennen. Oh. Ich habe sie jedenfalls ein bisschen abgelenkt.
schneller fahren, wenn du Schiff kriegst. Kann ja die. Du lenkst ihn ab und ich suche die Bücher da. Kann ja. Ich auch. Scheiße, hat er mich wieder gesehen. Jetzt hört er immer, wenn ich durchs Wasser laufe. Er ist kaputt. Er ist kaputt? Gut. Ja. Scheiße. Steck ich wieder im Wasser drin. Aber da ist noch ein anderer Gegner. Großer oder? Nein, kleiner Hund. Ja, hab ich auch fertig. Jetzt guck ich mal, was der Große alles hat. Ja, einiges an Munition. Ich bin hier. Irgendwo stecke ich hier fest. Im Wasser. Mhm. Ruhig ohne die ganzen Gegner. Geh ich erstmal zum großen Roboter hin. Ich hab nichts Besonderes gekriegt, nur viel Munition. Ja, es war auch nur als viel Munition, was ich gekriegt habe. Schon wieder irgendwo ein Rivale Auferstanden. Ja. Hey, ich dachte, das wäre im Haus drin. Wir sind ins Haus reingelaufen. Ah, ich bin hier gerade am Looten, also noch nicht jetzt das da zum Missionsding gelaufen. Mal erstmal hier dir. Im Haus habe ich nichts gefunden, nichts Anständiges. Auf der Seite. Ja, bisher habe ich auch noch nichts Anständiges gefunden. Ach, hier den Sammelgegenstand. Den brauche ich auch noch. Kann da stehen bleiben, wo der Sammelgegenstand ist? Wo bist denn? Wo da hinten irgendwo?
Hausreste. Na, vor dem Haus steht ist der Sammelgegenstand. Das Haus wollte ich gerade durchsuchen. Als nächstes. Hier auf der Seite. Ah, das Pferd, okay. Ja. Spritzen sind hier. Drüben ist es. Hier. Zwei Spritzen habe ich gekriegt. Oh, ein Maschinengewehr. Ach, du hast die Mission abgeschlossen. Hier war, glaube ich, noch spannend. So. Und lassen den Fernseher immer noch laufen. Dessen. Oh, wieder. Ritze. Also müssen wir wieder zurück zu dem einen Bunker, wo wir schon mal waren. Jetzt nicht. Aber da haben wir wohl die Keycard jetzt dafür gesammelt. So. Die hast du eingesammelt. Ich weiß nicht, wo du es war. Du musst hinspringen. Ich kann hinspringen. Hast du hier schon reingeguckt? Wieder nicht rein. Bist du schon gesprungen? Ja. Kriegst du dann die Keykarte automatisch auch mit? Ich krieg die da auch mit, ja. Thank you.
Wo bist du denn jetzt gelaufen? Ich bin jetzt oben über dem Bunker. Achso. Auf dem Berg über dem Bunker. Und noch nicht der Bunker, wo wir hin müssen. Ich sehe dich gar nicht mehr, wo du bist. Ganz hoch? Ja. So höre ich mich auch an, wenn ich den Berg hochlaufe. Bist du wieder am Hecheln? Ein Plan. Ja, bei dem Bunker fehlt mir noch ein Plan, den habe ich nicht gefunden. Ach, sind wir da wieder, wo diese komischen Raupenroboter sind? Da waren wir schon mal, also ja. Das eingezäunte Gebiet da. Hm. Oh, der schießt, ja. Ja. Und da fliegt irgendwas rum. Wieder so ein komischer Roboter. Das sind Zweifel. Ja, eben war der rot bei mir. Zeigt er mal rechts links an. Ach, da ist noch einer. Hm? Da ist noch ein Roboter von denen, den ich nicht vorher gesehen habe.
höre ich noch mehr. Ich höre noch mehr von den Robotern. Aber ich sehe ihn nicht. Oh Mensch, Kugeln muss ich doch treffen, ja. Oh, Scheiße. Ach, bist du auch in den... Bin überall, über dir. Ja. Und Volltreffer. Ja, jetzt konnte ich mich... Y. Da ist noch mehr. Wo ist der jetzt? Mich aber nicht erwischt. Muss ich wieder höheren Punkte finden. Genau auf der Lauer. Ich hab kurz hochgeguckt. Bum, bum, bum. Jetzt höre ich keinen mehr. Ob ich jetzt alle looten kann, aber. Gewonnen. Kampf gewonnen. Wie komme ich jetzt hier durch den Zaun durch? Gibt's hier es gibt wieder einen, es gibt einen Eingang wieder. Gibt es ein Loch irgendwo? Weiter westlich müssten gibt es ein Eingangstor. Das ist ein ganz Tor, okay. Ja. Bestimmt liegen hier interessante Dinger drin. Ja, jetzt liegen hier vor allem Gegner, weil die Gebäude hatten wir schon gelootet. So. Aber es kann natürlich sein, dass da Sachen respawned sind. Oh. Eine Rakete.
Boah, dann können wir auch zu der Hauptmission laufen, wenn du alles gelootet hast. Was kann das jetzt hier noch? Einer. Waren das nur so wenig? 7 Stück? Mir kam es mehr vor. Also hier hinter liegt einer, wo ich gerade bin. Lag hier noch einer? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube, wir haben alle. Ja, waren nur das. Ja. Genau, vielleicht. Den hat er noch nicht. Der ist aber alle. Naja. Da hinten liegt, lag noch irgendwas. Da. So. Ich glaube, ich hab jetzt alle. Ja. Können wir rauslaufen hier oder wie? Wir müssen zu dem Bunker hier. Und da rein. Also dem Forschungsbunker hier. Dafür sind wir ja hier. Und da kommen dann wieder neue Gegner, weil das ist dann. Im Bunker war ich noch bisher noch nicht drin. Mal schauen. You are still here. I did not expect that. Should I fear you or be proud of you? In a way, I created you. Wir müssen jetzt hier reinkommen mit der Keycard. I meant to destroy you, of course. I already had all the power I needed, but you survived. And you changed. You emerged from the water someone new. So gehen wir erst bis erst auf die Hauptmission. Ja. Ja. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir an die anderen reinkommen. I too have changed. I have matured. I want different things. When I first emerged, I wanted all the things closest to me. I grabbed them, squeezed them, tested them, like a child. Na, die Frage ist, wie gründlich looten wir hier? Thank you.
Können ich mir haben wir die Präsenz immer fest laut dagegen. Kette haben wir. Ach, da ist noch ein Rucksack. Oh. 20th of October 1989. Ingrid, I hope you will find this. We're about to start the surgery, and I hope that someday you will understand why this was the only course of action. You and I have always put ethics first, ever since our first research project together ages ago. And even in this job where we had to accept certain external decisions at times. Also mein Helm sieht aber schön aus als deiner. Okay. And to be honest, this procedure. Da habe ich eine Diskette gefunden. Ja, die hatte ich auch. Guess that my reasons were also partly selfish. I wish I had the strength to tell the truth. You will find all the answers at my house. Anyway, if this pneumonia finally wins, then I want you to remember why you and I accepted this research project in the first place. And I want you to do just that. Understand how the brain works and help people with mental illness. Oh, there you are. Okay, we're ready to start then. Schon nichts. Ja. Nichts. Oh, nichts. Möglich viel. Nichts da. Frag mich immer, wer diese Zimmerpflanzen hier noch alle gießt. Müssten eigentlich alle verdorrt sein. Ja. Oder die ganzen Autobatterien, die ewig halten mit Scheinwerfer an. Im Raum war ich noch nicht. Auch nichts. Hier ist nichts. Ja. So, die Diskette, war das jetzt ein Sammelobjekt oder was war das? Das war ein Missionsgegenstand. Also. Oder hat die Mission abgeschlossen? Hinter dem Vorhang, nee, da fehlt noch ein Missionsgegenstand und die Mission ist nicht abgeschlossen. Dahinter. Now, das sieht doch. I want things furthest from me, but things out of my reach. Maybe you are one of those things. Oh. Oh. Das hier. Planet der Affen oder wie ist das jetzt? Versuchslabor wahrscheinlich für die ganzen Tierexperimente, die sie gemacht haben, um die Gehirne dann, nehme ich mal an, in die Roboter einzubauen. Kein Strom. Kein Strom. Irgendwo müssen wir Strom herkriegen. Ja. Meistens da kann ich was machen mit dem Computer. Hm? Ja, an dem Computer konnte ich was machen. Gucken, was er macht. Chef trifft so. Okay. Wie? Geht jetzt die Tür auf? Jetzt ist sie grün. Ah. Here it is. Oh! My birthplace. But he is not here. I am not here. And now you should leave.
I know why it is you came here. I know what it is you carry. Aber ist nicht viel. Wenn ich hier in der Mitte können wir das machen. Hm? They told you it was a weapon. And a weapon it is. But not like you think. They have used you because they fear me. They fear coming near me as if I was a disease. So they sent you instead. They sent you to your death and not mine. You should not be killed by them. Da war eben auch ein Zeichen. Mhm. Dann zeigt es wieder zurück zu ihr. Ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt sind wir hier nochmal dran. Die nächste ist verlassen den Bunker wieder. So. Verlassen die Anlage, okay. Wo war denn der Ausgang nochmal? Gute Frage. Ich glaube, hier auf der Seite. Ah ja, da ist die Treppe. Da. Oh. Was war das denn? Ich habe versucht, die Tür zu öffnen und dann. Game zu Ende oder was? Überspringen eh? Das scheint das offizielle Ende zu sein. Okay. Nö. Stufe 2 abgeschlossen. Ja. Neue Mission. Ja. Sehr seltsam. Verwendest, weiß nicht, wie du herkommen bist. Nur dass er es begonnen hat. Okay, jetzt bin ich irgendwo anders. Oh, da ist. Mal gucken, worauf der Karte ich jetzt bin. Okay. Gute Nachrichten. Habe ich noch eine Mission. Nicht eine gute Waffe vielleicht. Ich glaube, das Gebäude hat mir schon gelootet. Ich weiß, wo wir sind. Aber warum spawnen wir gerade hier? Ich weiß es nicht. Ich denke, das war wieder ein Bug von denen. Wir können natürlich nochmal zurück zu dem Bunker gehen und gucken, wie es da aussieht. Oder bis zur nächsten bis zur nächsten Mission irgendwie. Da ballern sich wieder welche. Ja. Ich laufe mal zum Bunker und guck mal, was da jetzt ist. Wo bist du? Nee, will er nicht öffnen? Doch, geht's. Ach, das ist dasselbe Gelände vom Bunker, oder? Ja. Oh. Interessiert mich jetzt nochmal, was da jetzt ist, ob man da jetzt noch wieder reinkommt oder nicht. Bin ich hier richtig abgebogen? Nee, ich bin nicht richtig abgebogen. Noch weiter. Vielleicht war das der ursprüngliche, die ursprüngliche Story und jetzt kommt, was sie sonst noch hinzugefügt haben, seitdem sie das Spiel noch angepasst haben nach der Veröffentlichung. Keine Ahnung. Ups.
Also in den Bunker rein kommen wir noch. Aber hier ist alles voll Schutt jetzt. Okay. Kommt man nicht mehr weiter. Haupttür öffnet sich noch, aber innen drin ist alles. Stimmt. Ja. Da ist noch eine Leiche. Das ist doch ein Weitergehen eigentlich. Verstehe ich nicht ganz. Ja. War aber ziemlich prop, man schnell zu Ende, sage ich mal. Ja. Das ist sehr merkwürdig. Weil ich auch recht in die Nordregion gegangen ist. Ich glaube, wenn man das nicht so wenn man nicht so in die Nordregion ist, ist und die anderen erst macht, ich habe ja nur jetzt von den Kommandonetzwerk habe ich, wo habe ich denn? Ich habe zwei Bunker habe ich noch gar nicht. So. Da werden dann auch wieder andere Hauptmissionen dabei sein. Na, irgendwo ist ein Gegner. Nee, ich habe eben gerade geschossen auf dem Weg. Aber jetzt kommen Gegner wahrscheinlich. Oh, hier liegt ja richtig noch gute Munition hier rum. So, war das das Ende oder wie? Anscheinend ist das das Ende von der Hauptstory. Aber ich finde das seltsam, dass man dann irgendwo hinspringt. Ja. Von der Grafik finde ich das echt gut gemacht. Ja. Irgendwo soll man ja auch noch Basen bauen können. Weiß ich auch nicht, wie das geht. Habe ich nie gemacht. Ist hier nie gelootet? Kann sein, dass ich hier nicht gründlich gelootet habe. Mal in der Nähe von diesen komischen Robotern. Okay. Unterschlupf da.
Oh, das ist beim Raumschiff. Beim... Bei M-Kampfflugzeug hier. Ist ja auch ein Raumschiff. Ja, da muss ich jetzt irgendwo noch gucken. Mal die Lampe aus. Da ist er. Das könnte sein, da hinten. Nee, das ist er nicht. Sehen noch nicht. Oh. Wo ist der Stinker? Da. Ah! Gibt's ja wohl nicht. Da. Das ist ja einer von hinten. Okay. Ist er weg? Okay, hier haben wir jetzt aber eine Menge Gegner abgeballert. Was kann ich vorerst? Wo war's denn jetzt? Bin da weggeflogen eben gerade. Soll ich mich auf seine Leiche stellen? Das findest du. Nee, jetzt sehe ich's. Bin ich sowieso zu voll beladen. Da ist er noch. Der ist aber nicht mehr beladen. Mhm. Okay. Da hinten ist noch einer. Ne, das hier war der Haupt. So. Das war der Rival. So, können wir ja aufhören. Ja, ich würde halt noch, ich würde jetzt noch mal die anderen Rivalen oder die anderen, wir haben ja auf jeden Fall noch den Bunker Maden und wir haben noch zwei Bunker auf jeden Fall noch. Diese Elbi-Kirche.
Ach, ich kann nicht springen, weil ich überladen zu ist. viel. Da müssen wir zurück zu dem Unterschlupf laufen. Oder legst Sachen ab, weil, wie je nachdem. Wie. Wir können auch zum Unterschlupf laufen. Obwohl, du kannst auch nicht rennen. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Ja, es ist nicht so weit. Überladen sein ist in dem Spiel echt etwas. Überladen sein ist in dem Spiel echt etwas nervig. Ja. Ach, jetzt laufe ich oben rum, oder wie? Da willst du noch was bauen hier Schönes? So. Die Gegenstände. Ablegen. Aber kann ich nicht viel. Kann ich denn ablegen? Oh, Maschinengewehr kann ich. Ich habe jetzt sogar ein 5er Maschinengewehr und ich wusste das nicht. Da muss ich mal gucken. Ergänzen.
Ja, man muss wohl noch eine Mission abschließen, um das, damit man die Basis kriegt. Das wäre die gute Nachrichtenmission. So. Können wir auch angehen. Oder wir machen den einen Bunker, der daneben ist. Das ist aber beides ziemlich weit reisen, wenn ich das richtig sehe. Ich guck grad hier durch. Was für Munition braucht denn diese AI 76? Weißt du das? Ist das nicht die 7,62 mm. Und was ist denn so keine Wahl? Verstehe ich nicht. 7,62 mm. Habe ich nicht dabei. Ich habe 44. Ach da. Wie mit Zack. Fragen? Okay. Da habe ich noch eine 7,6. Wenn ich so viele Munitionen habe, das habe ich teilweise rausgepackt. Die ich nicht gebrauche. Aber so, jetzt mal gucken. Das ist. Hat aber keine drin. Mal sehen, ob ich. So, jetzt hat er was. Okay. Muss ich Munition tauschen. Na gut, wir können uns ja dann jetzt hier zum nächsten Punkt hin teleportieren. Der nächste Punkt ist aber auch ewig weit weg. Ich war schon vorhin, du. Entweder zu der nächsten Nebenmission oder zur nächsten Hauptmission. Ist beides in ziemlich aneinander und ziemlich weit weg von dem nächsten Unterschlupf, den wir bisher freigeschaltet haben. So, Unterschlupf. Hey. Ich bin gerade zu dem Unterschlupf gesprungen. Dahin oder wie? Also ein ganzes Stück weg. So. Ja, kommen wir hier irgendwo durch den Busch? Nee, kommen wir nicht. Oder durch das. Das. Da sind Fahrzeuge und ein großer. Thank you.
Was ist das denn? Scheiße. Wo ist er? Der ist über mir, der Sack. Ah, Scheiße. Ist halt die Frage, ob man nicht wirklich einfach durchrennt. Muss jetzt mal regenerieren hier. Ja. Ich glaube, er ist hinter dir her. Ja, merke ich schon. Wo ist er? Ich wohl nicht gehört. Zurückziehen bitte. Der große. Dann müssen wir nochmal 7, nochmal eine nur Medizin noch nehmen. Kommt der auf mich zu? Ich weiß nicht. Ich glaube, der gerade. Das war der. Wir dürfen nur nicht nebeneinander liegen, das ist scheiße. Willst du ihn angreifen oder willst du dran vorbei? Wir greifen ihn an. Ich muss mich aber besser hinlegen noch. Greifst du ihn schon wieder an? Ja. Den noch nicht, ich kann dann noch nicht mit einschreiten.
Nichts gekitzelt hatte ihn das. Versuche ihn von hinten zu finden. Was für eine Waffe hast du ihn abgeschossen? Mit der HP 5. Voll mit deiner. Ah, jetzt Inventar. Das kann ich jetzt rauswerfen. Eigentlich kann ich meine Pistole ja rauswerfen. Gegenstand ablegen. So. Die Pistole bringt ja kaum Schaden. Ich finde, in einem Bunker ist die ganz praktisch, weil man, weil es recht präzise ist und man schnell zielen kann, aber so. Ja. Hier im Freien ist die nutzlos. Jetzt habt ihr jetzt weggeworfen. Ja. So. Oh, irgendwer ist hier in der Nähe. Hast du schon wieder einen Gegner? Warst du ein Gegner? Ja, eben war einem drin hier. Noch ein Gegner. Noch einer. Ich sehe auf jeden Fall Gegner vor mir. Noch habe ich keinen. Kann ich nicht sauber zielen. Okay, da kann ich zielen. Das sind 3 Gegner. Ja, und gib Gas. Jo. Wie viel sind denn das hier noch? Ich bin tot. Ich auch gleich. Ich hab Medikit auch rechtzeitig genommen. Bin tot. Das ist nicht. 5 Stück da. In 500 Meter auch noch rein. Kann ich hier kein Schneemobil nehmen? Ach, du hast da drüben respawned. Oh! Fertigkeit! Da ist 5 hoch.
So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal. Nee, doch nicht. Wo ist er denn? Ah, da vorne ist einer. Doch ein. Oh. Letzte Adrenalinspritze, die ich gerade eben verbraucht habe. Und ich sollte mal. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Oh. Na, bitte nicht sterben. Danke. Wo ist er denn? Da schießt jemand. Da ist auch einer, okay. Ich muss jetzt mal ranschleichen. Der nächste. Ups. Das Schlimme ist, dass sie mich gleich mit 7. Ah. Na, jetzt kommt doch mal essen. Ne? Okay. Und ich bin schon wieder tot. Nee, ich hatte die Spitze, okay. Ach ja. Looten.
Ah, da ist ein. Ich renn jetzt einfach mal durch, weil das ist. Dann. Okay, dann gucken wir mal. Thank you.
Kaden gleich den Brief, ja. So. Logs. Das. Der Brief wurde niemand geringer als Elsa gezeichnet und war scheinbar letzte Woche. Wer dies auch immer liest, mag, also es gibt keinen gut außer da draußen gibt es mehr über gute Nacht, als man annehmen mag. Sie sind einfach nur sehr gut darin, sich zu verstecken. Außerdem gibt es eine Handvoll hartgesottene Kämpfer, die in ganz Öströn Rache üben, sowohl alleine als auch in Gruppen. Wir haben mit einer dieser Gruppen Kontakt über ein Walkie-Talkie aufgenommen. Sie hatten vor einem riesigen Toasterbass im Wald in die Luft gejagt, doch seit Ende Februar herrscht Funkstille. Es gab es wäre großartig, wenn du in die in der Lage wärst, zieh dich am besten in der Lichtung am Lehrer um. Dort hat sie etwas C4 versteckt, jagt die Basis in die Luft, sonst findet die Toaster uns noch alle. Ich wusste, dass du irgendwo da draußen bist, hier im Hotel. Ja, ist alles in Ordnung, aber bitte sei nicht mehr so leichtsinnig, mich hier aufzusuchen. Das wäre viel zu gefährlich. Wir müssen uns noch ein wenig länger gedulden. Im Weinkellerzentrale haben wir folgendes Schritt überlegt. Schritt 1, errichte ein Kommandozentrum mit Lagerstrengpunkt. Wir bauen es herum ein großes Lager. Jede Menge Möglichkeiten, Vorratslieferung, ein netzwerksicherer Ort, Stadtgemeinschaft. Stell dir so ein großes Verteidigungslager einfach mal vor. Das könnte eine neue Heimatbasis für uns alle sein, auch für dich und mich. Unser neues Zuhause. Ach, vielleicht wird aus dem Widerstand ja irgendwann doch mehr als nur ein kleiner Träumerei. Also lass uns die Botschaft weiter verbreiten. Okay. Ach, wo gehe ich denn jetzt hin? Da laufen wir durch. So kann man auch durchlaufen. Oh, das ist ein großes Ding. Oh, es schießt auf mich. Noch mehr. Okay, es ist direkt vor uns. Das ist direkt nicht mehr so weit hin, meinte ich damit. Weil oben sieht man ja.
fahre einfach zur nächsten Mission durch, weil... nicht aus, das können wir da hoch.
Okay. Ja, das war mal. Mal gucken, wie das jetzt hier mit dem Heimatbasis ist. Erstmal looten. So. Jo. Den hatte ich noch nicht. So, dann gucken wir mal. Ja, einfacher Modus nehmen wir dann mal. Möchte ich eigentlich nicht. Okay, da können wir irgendwie schnell reisen hin, dann machen wir das mal und dann gucken wir mal, wie man. Also kann man hier irgendwie Dings die Basis verteidigen, ja gut. Was kann man hier mal? Ah, da kann man bei wem was für ein Bauwerk man macht. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt angucken möchte. Lieber noch mal einen Bunker. Ich gehe, glaube ich, vorher noch mal auf Toilette und dann würde ich, denke ich, mir auch noch was zu trinken holen und ja, bis gleich dann.
bin ich wieder. Ja, dann gucken wir mal weiter. So, dann geht's mal weiter. Wo ist denn? Da haben wir auch einen Unterstück hier. Ich glaube, dann gehe ich schnell reisen. Und dann gucken wir mal. Oh, da ist ein großer. Ach nee. Oh, das setzt sich noch explosiv an. Runter, würde ich mal sagen. Na. Und da ist der Eingang. Oh, dann haben wir wieder den Eingang. Wieder zu einem Bunker. Ja. Hat man das Fahrrad? Ich wollte noch kurz. Mal wieder gründlich looten, so wie ich jetzt hier verbraucht habe. Okay, da geht's nochmal raus. Wir gehen trotzdem mal den Gang. Wo bist du? Ich bin gerade bei dem Bunker, wo wir hin müssen für die Hauptmission. So, hast du die getötet alle? Ich habe die alle getötet, bin aber an anderen teilweise einfach vorbeigerannt, weil. Ja. Und die Dings, die Heimatbasis habe ich jetzt freigeschaltet, dass man die spielen kann, aber habe ich jetzt keine Lust gehabt da drauf und dann. Bin ich hierhin, aber ja. Mal sehen, vielleicht finde ich da noch ein paar Sachen, die ich da aufsammeln kann.
Munition leer von der 5mm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Schauen. Komisch, hier liegt gar nichts rum. Ich dachte, hier wäre. Ich guck mal, wo du bist. Ach, du bist da. Ja. Liegen gar keine Toten mehr hier rum. Bin zu lange weg. Mhm.
station. This is studio of Sir Viggo Pettersson at the IGA factory outside of Östervik. Why are you not answering? We are being shot at. Our emergency alarm triggers aren't working and neither is the radio. We need assistance now, damn it. We've got millions of liters of hazardous materials out here and the wind is easterly. One stray bullet in Östervik could be covered in a goddamn toxic cloud. Do you hear me? Durch mich? Nein, durch mich. Tore Ludwig 3. We know you're not answering, but hopefully you're still listening. We have pursued the enemy into the forest. Approximately one click northwest of Jutkvarns sawmill. Still no sight. Behind! Take cover! This is Emil Sandberg for the news on SR4 November 8th. As we have previously reported this morning, it became evident that several people were killed around the Östertörn area during the night. Police is being restricted with the details, but sources to SR4 confirm that over 10 victims have been found. It is unclear at this point to what extent, if any, these murders are connected. One of the victims was found in the Lillå neighborhood in Östervik, and SR4 talked to one of the neighbors who had been in contact with the police, Fredrik Blom. It's horrible. Even when I warned them, I saw the flying metal thing going right over her house last night, you know. I told the police, but they didn't believe me. It's true. You know, Uncle Kalle was right. They did it. It was the damn aliens. So, da haben wir wieder drei neue Missionen freigeschaltet. Jetzt noch Deutsch wäre jetzt optimal. Mhm. Ja, du kannst ja auch lesen, was da steht in den Logs, aber ja. Scheint mir aber hier ein ziemlich kleiner Bunker im Vergleich zu den anderen, was die Gänge angeht. Ganz ruhig bleiben. Ich glaube, ich muss. Falls Hunde bei mir rumlaufen. Ach, weiß, was ich machen wollte. Ich wollte noch nach Munition gucken für die Waffe. Ansonsten wechsle ich wieder auf die andere Waffe, weil. Wenn ich keine Munition habe, dann macht es keinen Sinn, die mitzunehmen.
bald habe ich keine Lust mehr. So oft ja. Schon durchgegangen. Aber deswegen ich mir manchmal einfach nur durchrenne, weil... Die Mission, Dings, wenn die Mission, wenn dich die Missionen interessieren, dann brauchst du nicht jeden Kampf mitnehmen. Hm. Ich denke, ich werde auch nicht mehr lang machen heute, weil an sich Mission, Hauptmission ist ja abgeschlossen. Also die Dings, die letzte Story-Mission ist abgeschlossen. Es gibt jetzt natürlich noch andere Story-Missionen, die ein bisschen Hintergrundinformationen liefern, aber ja. Jetzt fahre ich ein bisschen Fahrrad, ne? Mhm. Man kann natürlich noch mal überall die Pläne suchen. Also man kann schon was machen noch, aber beziehungsweise ja, da wo man jetzt die Basis hat, kann man immer wieder machen. Was mache ich denn jetzt? Nee, ich glaube, ich höre jetzt auf. Also ja. Na gut. Ja. Ich warte noch mal bei.
So, was wollte ich warten? Ich wollte... irgendjemanden raiden. Ist bei mir in der Nähe hier, okay. Da gehe ich jetzt raus. Wenn ja, ich sag auch gleich Tschüss, mein Dings. Also, ciao für meine Zuschauer. Und ja, dann sieht man sich vielleicht irgendwann demnächst. So, dann beende ich jetzt auch das Spiel. Hey, Tischtiger! Danke für dein Raid, Mann! Vielen Dank! Richtig geil. So wie Stille Post, man schreibt erst einen Satz auf und danach muss man zeichnen, was die anderen aufgeschrieben haben. Und das ist dann geht dann von oben nach unten und nachher muss man auch wieder, nachdem man ein Bild gemalt hat, wieder ein Bild beschreiben. Und das geht so weiter und nachher soll eigentlich beim Anfang das rauskommen, was einer am Anfang geschrieben hat, das soll am Ende auch rauskommen. Aber das kommt meistens nicht raus. Da kommt meistens übelst der Dünnschiss raus. Aber das ist richtig geil. Das bockt. Wie bitte? Nee, aber hier gibt es auch verschiedene Modis. Also eigentlich gewinnt keiner und verliert keiner, aber es ist halt einfach zum Lachen. Das ist mega geil. Ja, ich würde... Keine Sorge, es gibt kein Loot. Es gibt kein Loot? Es gibt kein Loot. So. Ja, dann, na, dann hätte ich euch alle weggelootet sonst. Ist ja nichts übrig geblieben. Na, hoppla. So, ja, dann kommt drin, Leute. Dann legen wir los. Tischtiger, wie sieht's aus? Hast du Bock mitzuspielen? Ja. Ja, sagt er einfach. Ja, wie mache ich das jetzt auf, das Spiel? Du gehst auf den Link, den ich bei Twitch im Chat reingelandet habe. Ja, dann hau ich noch einen rein. Doch, hier ist einer. Cookies akzeptieren. Okay. Siehst du, muss ich das hier nochmal ändern? Jetzt muss ich mich hier mit Discord anmelden, oder was? Ja, genau. Muss einfach nur klicken, das übernimmt er dann sofort. Jo, alles klar. Ne? Kannst dann einfach reinjoinen, ne? Bibi, Piet ist drinne. Ja, ich hab die Kippe kurz verloren, Bibi. Was soll ich machen? Warte, siehst du, Robert, mit Hödel muss ich noch schreiben. Ey, heute antwortet auch keine Sau hier, ne? Robert, wie sieht aus? Runde Gartic Phone und nimm Hödel auch gleich mit. Alles kommst du klar? Ja, meist nicht. Meist nicht, ich merke das schon. Da ist er. Ja. Wollen wir denn zu dritt erstmal anfangen oder? Oder Jana, ist die noch da? Ich glaube nicht, ne?
So, ja, dann würde ich sagen, starten wir die erste Runde. Oh boy. Ah, wir müssen mindestens 4 Spieler sein. Leute, wir brauchen noch einen. Doch nicht unordentlich. Sind ja mindestens 4? Nee, warte mal. Oder 4 Spieler? Warte mal. Es macht mehr Spaß, wenn mindestens 4 Spieler dabei sind. Möchten Sie. Ach nee, geht. Ich kann auch so starten. Ich kann auch so starten. Was hat laut? Achso, man braucht auch gar nicht. Hallo? Hm? Ja? Haha, das wird gut. Und jetzt? Fertig. Dann oben hast du die Zeit. Und die läuft dann ab, ne? Also ich finde die Zeit beim Schreiben, ja, nachher wird die irgendwie ganz schön knapp, finde ich. Beim Zeichnen hat man immer... Alter, Leute. Oh, wie soll ich... Wie soll ich das schon? Du bist ja ein Arsch und Alter, was soll ich denn? Nee. Zack. Scheiße.